Ja, sehr geehrter Herr Präsident, Respektabilität, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, Studierende. Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich am 47. Jahrestag der Universität Ulm meine Antrittsvorlesung halten darf. Ich bin selber 47 Jahre alt, von daher passt es ganz gut. Auf diese natürlich viel zu positive Einleitung muss ich jetzt zwei, drei Sätze ganz kurz sagen, Respektabilität, wenn ich darf. Punkt 1 war nicht alles richtig, was Sie gesagt haben, vor allem was die positiven Dinge betrifft. Punkt 2, sind Sie aber in der Tat schon schuld, dass ich jetzt hier stehe, in mehrfacher Hinsicht. Sie waren Vorsitzender der Berufungskommission, waren natürlich auch der zuständige Dekan. Ich war wohl der Erste, den Sie dann auf den Lehrstuhl hier berufen haben. Aber Sie waren dann vor allem auch ein wesentlicher Faktor im Rahmen der Berufungsverhandlungen, wo Sie ein Teil der Trias waren, den ich im Rahmen der Berufungsverhandlungen sprach. Und auf der Reise vom Rheinland hierher immer wieder dann, als ich mir überlegte, soll ich den Ruf annehmen, waren Sie schon ein ganz wichtiger Faktor für die Entscheidung, weil in der ganzen Kontroverse der Verhandlungen, Sie werden sich sicher an viele Aspekte erinnern, aber vor allem an die Personalfrage, die mir ganz, ganz wichtig war, da kommen wir wieder zum Thema Geburtshilfe und gesunde Kinder zur Welt bringen, wo ich einfach sagte, wir brauchen da mehr gut ausgebildete Ärzte hier an diese große Unifrauenklinik. Waren Sie der Moderator, der aber auch immer so den Schuss Humor reinbrachte in die Verhandlungen, wenn Sie gerade mal arg stockten, und dachte mir, naja, Mensch, also der geht schon fast als optimistischer Rheinländer durch sozusagen, das muss gut sein da in Ulm, und bin dann auch gerne dem Ruf gefolgt. Ja, aber jetzt zu meinem Fachthema zurück. In der Tat, Professor Wirth hat es schon angedeutet, es ist ein onkologisches Thema, natürlich ein medizinisches Thema, ein onkologisches Thema, das aber letztendlich auch gar nicht so weit von den beiden ersten Vorträgen weg ist, wenn wir gerade in der kleinen Runde mit Frau Professor Schahn und Herrn Professor Waldschnitt schon gesehen haben, aber so unsere Schnittfelder. Ärzte sind ganz fürchterlich froh, dass es die Versicherung gibt, weil nicht mal alles klappt, was wir tun. Und Professor Waldschmidt haben wir schon gerade geplaudert. Er selber hat schon quasi die positiven Auswirkungen der Dopplersonographie selbst erfahren können. Und wir sind mächtig froh, dass es diese Wellen gibt. Denn für uns bietet es die Möglichkeit, in der Tat bei ganz vielen Schwangeren mit einer Unterversorgung des Kindes den richtigen Zeitpunkt der Entbindung zu definieren. Das ist was ganz, ganz Wichtiges, denn frühe Frühchen tun sich einfach so viel schwerer wie eben am Termin oder näher am Termin Geborene. Und darum ist das ein großer Segen, was wir von Menschen wie Ihnen dann in die Hand bekommen zur Anwendung. Jetzt aber kein geburtshilfliches Thema, sondern ein onkologisches Thema. Ein onkologisches Thema, das man gar nicht sehen kann. Ein unsichtbares Thema. Und deswegen auch der Untertitel mit den Gespenstern, denn man kann diese Tumorzellen normalerweise gar nicht sehen. Wir tun es relativ leicht bei der Visualisierung, noch viel leichter wie bei den Wellen, die zu visualisieren, was Tumoren betrifft in aller Regel. Entweder man kann sie, was Chirurgen gerne tun, ich auch normalerweise im OP, sie einfach in die Hand nehmen, dann kann man sie richtig spüren, oder man kann sie ganz einfach, das ist eine ganz einfache Mammographie, durch Röntgenstrahlen oder heutzutage natürlich durch viele andere bildgebende Maßnahmen fassbar machen. Zum Zeitpunkt der Primärdiagnose, wie Sie hier sehen, im Rahmen einer Mammographie in der Brust einer Frau, oder dann natürlich später, sollte die Erkrankung wiederkommen, im Sinne von Fernmetastasen, hier das Röntgenbild einer Patientin mit Lungenmetastasen. Das kann gerade beim Mammakarzinom sehr, sehr viel später erst auftreten, auf 10, 15 Jahre nach der Primärerkrankung. Und was sich viele Frauen zwischendrin fragen, was ist zwischendrin los? Und das ist letztendlich, damit komme ich nochmal auf das Thema Gespenst, das ist wie so ein Gespenst, das eben über vielen Betroffenen, und wir haben hier in Deutschland etwa 800.000 Brustkrebsbetroffene, die irgendwann mal Brustkrebs hatten, den Brustkrebs überlebt haben, aber über den eben dieses Gespenst so schwebt, Mensch, bin ich denn ganz gesund? Weil ich weiß, auch nach 10 oder 15 Jahren kann die Erkrankung wiederkommen. Und natürlich nicht aus dem Nichts wiederkommen, sondern aus dem eigenen Körper wiederkommen. Und das ist letztendlich das Thema meines wissenschaftlichen Gebietes und auch meines Vortrags jetzt, diese Erkrankung zwischendrin, zwischen der Primärdiagnose, wo wir den Tumor sehen und anfassen können, und einer möglichen Wiederkehr der Erkrankung, was etwa ein Drittel der Patienten betrifft, zwischendrin möglicherweise sichtbar zu machen. Mit Gespenstern per se kenne ich mich natürlich nicht so aus, darum habe ich, wie das
wie das wir Hobbywissenschaftler, Ärzte häufig so machen, dann in Wikipedia nachgeguckt und festgestellt, also mathematisch, empirisch gibt es Gespenster ganz klar nicht. Die Naturwissenschaftler lehnen das komplett ab, ist eh klar. Die Mediziner sagen, naja, also das könnte eine Sache auch sein, die sich im Gehirn abspielt und kann es da schon gehen. Und die Psychologen sind da schon deutlich verständnisvoller und sagen sogar, ja, das kann schon vorhanden sein in der Wahrnehmung. Und ja, bevor Sie sich jetzt fragen, ob der Professor Wirth nicht doch den falschen berufen hat, man wird es ihm ja nachsehen, nachdem ich der Erste war, der noch ein bisschen üben musste, will ich Ihnen einfach im nächsten Dia sagen, naja, so ganz von der Hand zu weisen ist es nicht, dass wir diese Tumorzellen zwischendrin tatsächlich nachweisen können. Und warum das so wichtig ist, sollen diese Kaplan-Meier-Kurven zeigen. Und ich werde es jetzt in der nächsten Viertelstunde mit einigen Überlebenskurven, wir nennen das Ganze Kaplan-Meier-Kurven, traktieren müssen. Überlebenskurven sind ganz einfach zu lesen. Am Ende des Vortrags werden Sie auch alle miteinander Kaplan-Meier-Spezialisten sein. Sie haben hier ganz einfach die Zeitachse, die Jahre, in dem Fall 10 Jahre, und hier der Anteil der Patientinnen, die überleben, eine Erkrankung überlegen, hier in dem Fall des Brustkrebs. Erste wichtige Nachricht, und das geben wir all unseren Patientinnen mit auf den Weg, die mit Brustkrebs diagnostiziert werden, das sind bei uns in Ulm etwa 400 bis 500 pro Jahr. Die Prognose der Erkrankung ist eine sehr gute. Sie sehen, dass nach 5 Jahren der Erkrankung noch weit über 80% der Patientinnen leben und auch nach 10 Jahren, nach dieser langen Zeit, 75% der Patienten leben. Das ist eine damit mehrheitlich heilbare Erkrankung. Zwar kennt fast jeder von uns jemanden, der an Brustkrebs verstorben ist, aber es liegt einfach an der Häufigkeit der Erkrankung. Statistisch bekommt jede 10. Frau Brustkrebs im Laufe ihres Lebens, einfach weil die Erkrankung so häufig ist. Deswegen kennen wir fast jeder von uns jemanden, der an Brustkrebs verstorben ist. Nicht, weil die Prognose so schlecht ist. Die Prognose ist insgesamt hervorragend. Aber was Sie auch aus dieser Kaplan-Meier-Kurve sehen können, ist eine fast lineare Kurve, die eben langsam nach unten führt. Das heißt, noch sehr lang und mit fast unveränderter Häufigkeit treten auch noch sehr spät Rezidive auf. Das heißt, irgendwo müssen Tumorzellen in der Zwischenzeit sitzen und schlafen. Wir nennen das Ganze Dormant Cells. Und diese Dormant Cells sichtbar zu machen, das war das Thema und ist das Thema meiner Forschung. Sowohl im Knochenmark als auch, und das werde ich Ihnen dann später zeigen, im peripheren Blut. Ich will mal mit dem Knochenmark anfangen, weil das A das naheliegendste war und auch das erste, was man intensivst beforscht hat. Sie sehen hier ein Cartoon von Herrn Professor Pantel aus Hamburg, der nochmal zusammenfasst, dass es letztendlich vom Tumor aus 2 verschiedene Wege für Tumorzellen in den Körper gibt. Das eine ist die lymphogene Disseminierung, also über die Lymphbahnen. Dem widmen wir uns zum Beispiel durch die Untersuchung von Lymphknoten. Das machen wir ganz regelmäßig in der Chirurgie, dass wir nicht nur am Organ operieren, sondern auch an den zugehörigen Lymphknoten. Und eben den hämatogenen Disseminierungsweg, dass die Tumorzellen auch über die Blutbahn wo ganz anders hingehen können, zum Beispiel ins Knochenmark. Und genau dieses Knochenmark kann man untersuchen durch eine Knochenmarkspunktion. Das hört sich jetzt relativ unangenehm an. Kann man während der Operation natürlich wunderbar schmerzfrei machen, aber kann man auch im ambulanten Setting machen. Ich sage dem Patienten immer, das ist wie Zahnarzt gehen, das ist nicht schön. Wer von uns geht schon gern zum Zahnarzt, aber ist nicht wirklich gefährlich und natürlich nur von kurzer Schmerzdauer. Was man macht, ist, dass man Knochenmark jede Menge, 2 Millionen, untersucht und das Knochenmark, die Knochenmarkzellen mit einem Pan-Zytokeratin-Antikörper färbt. Zytokeratin ist ein Teil des Zytoskeletts einer menschlichen Zelle im epithelialen Bereich, also zum Beispiel im Hautbereich. Und solche Zytokeratine, Zytoskelette kommen nicht vor im mesenchymalen Bereich unseres Körpers, zum Beispiel in dem Knochenmark. Das heißt, auch in anderen Worten, Knochenmarkzellen haben eigentlich kein Zytokeratin. Und wenn man damit zytokeratinhaltige Zellen im Knochenmark findet, ist das ein indirekter Hinweis dafür, dass da Zellen sind, die nicht hingehören, und eben Tumorzellen. Und die kann man dann färben mit der APAP-Methode. Und hier sehen Sie eine solche Tumorzelle. Was Sie nicht sehen, oder wenn Sie ganz, ganz gut sehen können, vielleicht doch sehen, sind die vielen ungefärbten Zellen hier außenrum. Das sind überall Zellen. Das ist ein Rasen an Zellen. Die sehen Sie alle kaum oder nicht, weil sie sich nicht anfärben. Aber eine Zelle färbt sich total rot an. Und das ist tatsächlich in der Tat eine Tumorzelle und die kann man dann entweder semi-automatisiert oder auch inzwischen komplett automatisiert detektieren und einfach sehen, indem da eine rote Zelle ist. Ich zeige Ihnen jetzt nur eine Arbeit,
die wir 2005 publizieren konnten, eine Pooled Analysis, wo wir die Daten von 9 internationalen Zentren zusammengeworfen haben an über 4000 Patientinnen, wo man eine solche Knochenmarkpunktion zum Zeitpunkt der Primärdiagnose des Mammakarzinoms durchgeführt hat und in der Tat festgestellt hat, und jetzt sind Sie ja schon nahezu Kaplan-Meier-Spezialisten, dass die Prognose von Patientinnen, bei denen man solche Tumorzellen im Knochenmark findet, damit wo ganz anders wie in der Brust, im Knochenmark findet, dass die Prognose dieser Patienten sich signifikant unterscheidet von den Patientinnen, wo das nicht der Fall ist. Der Unterschied zwischen diesen Kaplan-Meier-Kurven ist damit der Prognoseunterschied zwischen Patienten mit und ohne solchen disseminierten Tumorzellen im Knochenmark, statistisch hochsignifikant. In anderen Worten, und das drückt diese Hazard Ratio aus, Patientinnen mit Nachweis von Tumorzellen im Knochenmark hatten eine doppelt so schlechte Prognose wie Patientinnen ohne solche Tumorzellen im Knochenmark. Das war auch im Wettstreit mit allen anderen bis zu dem Zeitpunkt ganz konventionellen, normalen Parametern auch unabhängig statistisch signifikant, wie dem Grading, dem Aggressivitätsgrad des Tumors, der Tumorgröße und dem Vorhanden von Lymphknotenmetastasen zum Beispiel. Das galt für Patienten mit einem sehr frühen kleinen Mammakarzinom, das waren Patientinnen, die gar keine Therapie nach ihrem Mammakarzinom bedürften. Auch da war der Überlebensunterschied zwischen Patienten mit und ohne Tumorzellen im Knochenmark durchaus relevant. 35 Monate Überlebensunterschied im Median, das ist nicht nur statistisch relevant, sondern auch klinisch relevant. Das galt für Patienten, aber auch die anschließende Chemotherapie bekommen haben, auch hier ein großer Unterschied. 4 Jahre Überlebensunterschied und auch für Patienten, die eine antihormonelle Therapie bekommen haben. Das ist jetzt in etwa 2/3 unserer Patientinnen. Auch da war der Überlebensunterschied sehr, sehr groß. Das heißt, das war schon ein ziemlich solider und allgemein anerkannter Beweis, dass der Nachweis von Tumorzellen im Knochenmark von Patientinnen vielleicht der Ausgangsort, aber ganz sicher ein prognostischer Parameter für das weitere Überleben von Brustkrebspatientinnen ist und damit schon ein Sichtbarmachen dieses Gespenstes sozusagen zwischendrin, zwischen der Primärdiagnose und einem möglichen Rezidiv einer Patientin. Aber das war ja, wenn Sie sich erinnern, alles jetzt zum Zeitpunkt der Primärdiagnose, also kurz nachdem der Tumor rausoperiert wurde. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, vielleicht waren die Tumorzellen da einfach noch gesessen, weil halt kurze Zeit vorher der Tumor da noch da war. Vielleicht gehen diese Tumorzellen ja eigentlich weg und sind gar nicht der Ausgangsort für die späteren Rezidive. Und darum haben wir genau das Gleiche gemacht zum Zeitpunkt der Nachbeobachtung. Sie wissen, wenn man Krebs hatte, dann wird man in der Regel über 5-6 Jahre nachbeobachtet, beim Mammakarzinom sogar noch länger, und guckt zwischendrin alles Mögliche. Aber was wir geguckt haben, ist eben auch nochmal das Knochenmark. Das haben wir wieder punktiert mit genau der gleichen Methode. Über 200 Patientinnen, die wir im Schnitt knapp 2 Jahre nach der Primärdiagnose nochmal einer Knochenmarkspunktion unterzogen, da ein bisschen mehr Überredungskunst brauchten, weil es Patienten sind, die ja gesund waren, die einfach in der ganz normalen Nachsorge waren und die einfach zur Nachsorge kamen, denen wir dann einfach angeboten haben, eine Knochenmarkspunktion zu machen, gesagt haben, das ist nichts Gefährliches, aber schon ein bisschen unangenehm. Und 200 Patienten haben gesagt, gut, das machen wir dann mit, und diese Patienten haben wir nachbeobachtet. Wir haben nur noch bei 13% der Patientinnen, hier das rote Kuchenstück, mehr Tumorzellen im Knochenmark gefunden. Das ist etwa halb so häufig wie zum Zeitpunkt der Primärdiagnose. In anderen Worten, 2 Jahre nach der erfolgreichen Behandlung von Brustkrebs findet man nur mehr bei der Hälfte der Patienten Tumorzellen im Knochenmark. Aber dazwischen liegen auch 2 Jahre des eigenen körpereigenen Abwehrsystems, des immunologischen Systems, und auch 2 Jahre Therapie bei den allermeisten Patienten. Chemotherapie, antihormonelle Therapie, vielleicht Antikörpertherapie. Aber was Sie hier, und jetzt sind Sie ja schon gut eingedacht in Kaplan-Meier-Kurven, sehr gut sehen können, ist der doch wieder sehr deutliche Unterschied zwischen Patienten ohne Tumorzellen im Knochenmark, die grüne Kurve hier oben, und Patienten schon mit Tumorzellen im Knochenmark, hier beim wiederkehrfreien Überleben und hier beim Gesamtüberleben. In anderen Worten, Patientinnen mit Tumorzellen im Knochenmark 2 Jahre nach Primärdiagnose hatten eine signifikant schlechtere Prognose und damit ein erneuter Hinweis, sehr deutlicher Hinweis darauf, dass in der Tat
dass der Ausgangs- oder zumindest ein prognostischer Marker für das spätere Rezidiv von Brustkrebspatienten ist. Das Gleiche haben wir dann noch an einer europäischen Pool-Analysis gemacht. Das machen Mediziner in aller Regel immer, um ihre eigenen Ergebnisse natürlich nochmal im internationalen Setting verifizieren zu können. In dieser nun deutlich größeren Kohorte haben wir im Prinzip das Gleiche gefunden. Hier 15% der Patientinnen und das gleiche Kaplan-Meier-Bild, das Sie jetzt gerade schon gesehen haben, fast identisch zu unserer deutschen Kohorte. Wieder ein sehr deutlicher Überlebensunterschied hier beim erkrankungsfreien Überleben, als auch im Gesamtüberleben in dieser europäischen Analyse. Ja, damit spricht eindeutig für den Nachweis von Tumorzellen im Knochenmark, dass wir offensichtlich Patientinnen identifizieren können, bei denen noch weiterhin die Erkrankung sozusagen im Körper schlummert, weil wir wissen, dass diese Patientinnen offensichtlich eine schlechtere Prognose haben. Diese Tumorzellen, dazu komme ich später noch, sogar auch noch phänotypisieren, also charakterisieren können, beschreiben können. Und das würde uns natürlich die Möglichkeit geben für eine zusätzliche Therapie. Und das ist ja das, worauf wir Ärzte normalerweise hinaus wollen, dass wir nicht nur einer Patientin sagen können, Mensch, Sie haben jetzt eine schlechtere Prognose, sondern natürlich, wir würden Sie gerne mit dem und dem noch therapieren, weil wir dadurch denken, dass wir Ihnen eine bessere Prognose versprechen können. Das ist etwas, worauf ich ganz zum Schluss meines Vortrages noch kommen werde. So, was ist der Haken an der Sache? Der Haken an der Sache war natürlich, dass eine serielle Knochenmarkspunktion einfach nicht machbar ist. Das ist so, wie dass wir nicht jede Woche einfach freiwillig zum Zahnarzt gehen. So würde auch eine Patientin nicht alle 3 Monate, und das ist das Regelintervall einer onkologischen Nachsorge, sich freiwillig einer 3-monatigen Knochenmarkspunktion unterziehen wollen, einfach weil es halt unangenehm ist. Und das war der Hauptgrund und der wirklich pragmatische Grund, nun zur Liquid Biopsy zu gehen, wie man sagt, einfach zum peripheren Blut, weil peripheres Blut, das kennen Sie auch alle natürlich, wesentlich leichter abzunehmen ist wie Knochenmark. Im Prinzip geht die Blutuntersuchung ganz genauso. Auch hier lesen Sie wieder von einem Pan-Cytokeratin-Antikörper, diesmal in einer Kiste, die wir ja auch in Ulm inzwischen haben, dem Veridex-Device mit einer Methode, die nennt man einfach Cell Search, die aber genau das Gleiche macht. Sie färbt epitheliale Zellen im peripheren Blut. Auch im Blut ist wie im Knochenmark normalerweise keine epitheliale Zelle mit einem solchen Zellskelett und damit wieder der indirekte Nachweis von Tumorzellen und weiters eine automatisierte Methode ist, die ist auch in den USA FDA zugelassen, ist das sehr reproduzierbar und sehr stabil. Und mit genau dieser Methodik haben wir im Rahmen einer großen Untersuchung der Success-A-Studie im Rahmen einer Chemotherapiestudie Patientinnen untersucht vor, nach der Chemotherapie, nach 2 und nach 5 Jahren. Es war eigentlich eine Chemotherapiestudie, darauf will ich jetzt gar nicht hinaus. Was ich damit zeigen wollte, ist, dass wir zu 4 verschiedenen Zeitpunkten Blut abgenommen haben. Das war eine große Studie mit über 3.500 Patientinnen, die sehr, sehr schnell rekrutiert hat, aus 250 Studienzentren aus ganz Deutschland. Auch da, damals war ich noch in München. Ulm war ganz vorne mit dabei, war eine der hauptrekrutierenden Zentren damals schon. Da habe ich noch gar nicht an Ulm gedacht. Und es war auch dank Ulm die am schnellsten rekrutierende Therapieoptimierungsstudie in der Geschichte der deutschen Onkologie bis zum heutigen Zeitpunkt. Und was wir im Rahmen dieser Studie zeigen konnten, ist ein sehr, sehr ähnliches Bild zu dem, was Sie vorhin gesehen haben. Der prognostische Unterschied zwischen Patienten mit Nachweis von zirkulierenden Tumorzellen, jetzt ja im peripheren Blut, und ohne solche zirkulierenden Tumorzellen im peripheren Blut, hier für das rezidivfreie Überleben, hier für das Gesamtüberleben, sowohl in dieser Kaplan-Meier-Analyse, wo man einfach nur die beiden Patientengruppen miteinander vergleicht bezüglich des Überlebens, als auch wieder in der Multivariaten-Analyse im Wettstreit mit anderen prognostischen Parametern. Sie sehen hier wieder die Tumorgröße, den Lymphknotenstatus, auch da wieder ein signifikantes Ergebnis, wieder mit einer Verdoppelung des Risikos für ein späteres Rezidiv oder in dem Fall für einen krebsassoziierten Todesfall bei Vorhandensein von zirkulierenden Tumorzellen. Und das ist nochmal eine Kurve, die relativ anschaulich meines Erachtens zeigt, je mehr von diesen Tumorzellen man findet, das ist jetzt keine Kaplan-Meier-Kurve, sondern hier ist die Anzahl der zirkulierenden Tumorzellen aufgetragen, je mehr Tumorzellen man findet, desto höher ist das Risiko. Auf der Y-Achse finden Sie das Risiko für eine Wiederkehr der Erkrankung.
Das Ganze haben wir auch jetzt vor kurzem, erst vor einem halben Jahr, auf einem US-amerikanischen Kongress im Rahmen einer weltweiten Pooled Analysis an einer noch größeren Patientengruppe ebenfalls nachgewiesen. Wieder ein identisches Bild. Ja, zirkulieren Tumorzellen im peripheren Blut sind beim Brustkrebs ganz klar ein sehr stabiler prognostischer Parameter. Ja, damit haben wir als erstes gezeigt, Tumorzellen im Knochenmark sind prognostische Parameter. Zweitens, Tumorzellen im peripheren Blut sind ein prognostischer Parameter, zumindest beim Mammakarzinom. Aber all das verbessert ja noch nicht das Überleben der Patientinnen. Und darum muss natürlich der nächste Schritt sein, eine therapeutische Intervention. Und das ist genau da, wo wir gerade sind. Da kann ich Ihnen noch gar keine Ergebnisse erzählen. Die konnten wir auch vor einigen Monaten bei der CCCU-Begehung noch nicht vorzeigen. Aber inzwischen haben wir schon ein relativ respektables Programm hier aus Ulm aufgelegt, das genau die Untersuchung dieses nächsten Schrittes zum Ziel hat. Ein Programm, das jetzt deutschlandweit durchgeführt wird. Im metastasierten Bereich, noch nicht im Primärbereich, das ist dann der übernächste Schritt, sondern erst im metastasierten Bereich, weil wir da deutlich mehr Tumorzellen finden, wie jetzt auch auf dem gleichen US-amerikanischen Kongress vor kurzem nochmal gezeigt werden konnte. Auch im metastasierten Bereich ist die Anzahl der gefundenen Tumorzellen im peripheren Blut ein ganz starker prognostischer Parameter. Das ist ganz ohne Frage. Diese Tumorzellen, die man zum Zeitpunkt auch der Metastasierung im peripheren Blut findet, die kann man nicht nur zählen, die Enumeration, sondern man kann sie auch charakterisieren mit einer ganzen Menge von verschiedenen Parametern, auf die ich jetzt gar nicht eingehen möchte. Aber letztendlich sind all diese Parameter wieder eine Eigenschaft, die ich färben und damit zeigen kann oder heute molekularbiologisch mit anderen Methoden greifbar machen kann und damit nicht nur Zellen zählen kann, sondern auch noch sagen kann, was hat diese Tumorzelle für Wachstumseigenschaften? Ist sie eine hormonempfindliche Zelle, ja oder nein? Ist sie eine Zelle mit einer HER2-Neu-Wachstumseigenschaft, ja oder nein? Und das ist so eine Arbeit, die das bewiesen hat, die auch aus Deutschland kommt, aus Tübingen, von unseren Freunden auf der anderen Alpseite, die gezeigt hat, dass bei einem Drittel der Patienten, 33% in dieser Analyse, der Patient mit einem HER2-Neu-negativen Primärtumor, ein Mammakarzinom ohne eine bestimmte Wachstumseigenschaft mit dem Namen HER2, immerhin in einem Drittel dieser Patientinnen HER2-positive zirkulierende Tumorzellen zu finden sind. In anderen Worten, bei einem Drittel der Patientinnen waren charakteristisch andere Tumorzellen zu finden als zum Zeitpunkt der Primärdiagnose, was zumindest theoretisch ein ganz klarer Ankerpunkt für eine zielgerichtete Therapie sein könnte. Und genau das untersucht derzeit die DETECT-3-Studie. Was wir nämlich da machen, ist, dass wir Patienten mit metastasierten Brustkrebs screenen, untersuchen nach zirkulierenden Tumorzellen im Blut, indem wir ihnen einfach 7,5 ml Blut abnehmen, dort nach zirkulierenden Tumorzellen suchen. Wenn wir zirkulierende Tumorzellen finden, die färben und bei Patientinnen, die dann tatsächlich HER2-positive zirkulierende Tumorzellen haben, diese Patienten randomisieren, also losen zwischen einer Standardtherapie und einer Standardtherapie zusätzlich mit einer zielgerichteten Substanz, die heißt Tierlapatinib, die auf die HER2-Eigenschaft ganz gezielt gemünzt ist, weil es nämlich eine HER2-zielgerichtete Therapie ist. Und das wird eine der ersten Studien weltweit sein, wenn wir dann in vermutlich 2 bis 3 Jahren Ergebnisse haben werden, die zeigen wird, ob eine zusätzliche zielgerichtete Therapie auf der Grundlage von phänotypischen Eigenschaften von zirkulierenden Tumorzellen im peripheren Blut tatsächlich für die Patienten von Vorteil ist, ja oder nein. Inzwischen ist seit einem Vierteljahr die DETECT-4-Studie dazugekommen. Da behandeln wir Patientinnen, bei denen wir zirkulierende Tumorzellen finden, aber ohne diese HER2-Eigenschaft, entweder mit einer antihormonellen Therapie, wenn wir eine hormonempfindliche Erkrankung finden, oder mit einer Chemotherapie, die heißt hier Eribulin, wenn wir eine solche hormonempfindliche Eigenschaft nicht finden. Und Ende des Jahres wird noch eine DETECT-5-Studie dazukommen, die nochmal auf einen ganz anderen Aspekt der Phänotypisierung der zirkulierenden Tumorzellen fokussiert, wo ich jetzt nicht genauer darauf eingehen möchte. Was ich mit diesem Gesamtbild nur zeigen möchte, ist, dass unsere Vision damit ist, dass wir nicht mehr den Brustkrebs bei allen Patienten gleich behandeln, was wir auch jetzt schon nicht tun, wenn man ehrlich ist,
Aber was man früher mit einer Chemotherapie schon mehr oder weniger gemacht hat, indem wir allen Patienten mehr oder weniger die gleiche Chemotherapie gegeben haben, sondern dass wir Patienten idealerweise anhand der Präsenz und der Eigenschaften der zirkulierenden Tumorzellen auch eine differenzierte Therapie geben können, wie unsere hämato-onkologischen Kolleginnen und Kollegen uns das schon eine ganze Weile vormachen und die das ja schon eine ganze Weile sehr, sehr erfolgreich tun. Ja, und damit komme ich zum Fazit meines Vortrags. Erstens, wir konnten zeigen, dass der Nachweis von Tumorzellen im Knochenmark und im peripheren Blut zu verschiedenen Zeitpunkten der Erkrankung möglich ist, aber auch prognostisch relevant ist und dass wir mit den zirkulierenden Tumorzellen einen frühen Marker für Therapieansprechen haben, den wir weiter phänotypisieren können und der die Grundlage für eine therapeutische Intervention in Zukunft darstellen könnte, in Zukunft hoffentlich dann auch außerhalb von Studien. Auch ich möchte mich bedanken für die Kolleginnen und Kollegen, die mich begleitet haben in München, Düsseldorf und jetzt vor allem natürlich in Ulm, bei diesen wissenschaftlichen Arbeiten, auch bei internationalen Kooperationspartnern, natürlich bei den zwischen über 8000 Patienten, die einer Untersuchung ihres Knochenmarks oder peripheren Blut zugestimmt haben. Und enden möchte ich mit einem Zitat, das, glaube ich, sowohl fürs richtige Leben als auch für dieses wissenschaftliche Feld so zutrifft, dass manchmal die ganz wesentlichen Dinge für das bloße Auge unsichtbar sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Thank you.